finde ja, wie bei vielen Kinderbüchern, Struwwelpeter übrigens, auch viele Märchen, die sind gar nicht so kindmäßig oder was wir meinen, was kindmäßig ist. Und Pinocchio, da steckt schon eine ganze Menge Verzweiflung drin. Ausweglose Situationen, kafkaeske Situationen und dann dieser Naivling, der sich immer wieder verführen lässt zu absolut unsinnigen und absurden Dingen. Was ist das hier für ein Chaos durcheinander? Was ist das denn? Wer bist du denn? Du hast meine Puppe kaputt gemacht. Nein! Es reicht, du kleines, trockenes Stück Holz. Das wirst du mir büßen. Ab ins Feuer! Nein! Ins Feuer! Nein, ich wollte! Ins Feuer! Am Nachthimmel wird Hatesam Happy's Land. Happy's Land. But really the truth is, you have to think. Wie bei allen interessanten und guten und großen Stücken geht es um Liebe und Tod. Das heißt, der Pinocchio ist ja permanent am Sterben eigentlich. Und seine Existenz ist die ganze Zeit gefährdet. Und Liebe natürlich, klar, diese merkwürdige Liebe von Geppetto zu seinem Sohn und auch Pinocchios Liebe zu diesem Mädchen und also es gibt, dieser Aspekt kommt immer wieder. Nun wirst du wieder ganz gesund, Pinocchio. Und jetzt erzähl mir, wie du in die Hände der Mörder geraten bist. Das ist die Musik von Martin Jacques, das ist der Leiter von den Tiger Lilies und diese Musik ist einfach sensationell, finde ich. Der Martin Jacques hat uns das auf Gitarre und E-Piano aufgenommen. Man hat immer den Eindruck, der hat das in der Garage oder auf der Toilette aufgenommen, was ich aber jetzt nicht negativ meine, sondern das ist so morbid und brüchig, wie er das aufgenommen hat. Und wir versuchen das auch nachzuvollziehen, aber es ist arrangiert worden, das Ganze, weil so kann man das gar nicht, man müsste mir nachmachen, das geht nicht. Und ich finde, dass es sehr, sehr, sehr toll geworden ist. Also ja, einfach ungewöhnlich. I'm a donkey, I'm a donkey, now I go E-R-E-R. Gut gemacht, Jungs. Be like a donkey, heart. Also als ich das erste Mal wieder gelesen habe, Pinocchio, habe ich gedacht, wie wollen wir das umsetzen? Das ist ganz einfach, aber das verrate ich nicht. Das ist ganz einfach. Ja, nee, das sollen die Zuschauer kommen und sich das anschauen.